Und damit herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten Akatoto. Aber diesmal mit dem Schief-Account. Ich bin mal wieder in einem Gastclan. Und wie ihr es im Thumbnail schon lesen konntet, ist der Schief im Clan Drachenfeuer gelandet. Vielen Dank nochmal an die Petra, die mich hier aufgenommen hat. Und die mich auch einen Clankrieg hier hat mitspielen lassen. Ihr seht hier, also wenn ihr viele Verrückte abkönnt, dann dürft ihr hier keine Angst haben. Jeder ist dann auch hier herzlich willkommen. Und der Clan hat auch einen Zweitclan. Man sollte allerdings über 20 sein, am besten noch ein bisschen älter, denn viele sind hier älter. Ich habe hier, glaube ich, überhaupt keinen 20-Jährigen oder so gesehen. Ich meine, man sieht sie nicht, aber jeder stellt sich ja mal so ein bisschen vor und sagt, wie alt bin ich und etc. Und deswegen sind hier, ich hätte fast gesagt, das ist schon ein Ü30, wenn nicht sogar älterer Clan. Aber es ist ein sogenannter, wie nennt man das immer, Casual-Spieler-Clan. Das heißt also, hier wird geclasht, wenn Zeit ist, denn viele haben hier, genau wie ich, auch Familie und haben sicherlich auch was anderes zu tun, als immer nur Clash of Clans zu spielen. Das spiegelt sich hier aber überhaupt nicht wieder. Also die Truppe hier ist sehr, sehr aktiv. Man sieht das hier auch anhand der Spenden. Also hier geht schon relativ gut was. Und auch in den Clankriegen wird hier eigentlich gut gekämpft. Den letzten haben wir leider verloren. War ein bisschen unglücklich, aber wir gucken trotzdem mal rein. In der Schlussphase ist nämlich hier stark verloren worden. Hier hat man es halt versäumt, so ein bisschen in den oberen Bereichen die Sterne zu holen. Das hat der Gegner etwas besser gemacht. Aber wir gucken mal rein. Wir haben hier unten also auch kleinere Rathäuser. Das ist eigentlich so ein bisschen der Vorteil an dem Schief-Account. Wenn ich mit dem irgendwo unterkomme, dann habe ich natürlich öfter mal Clans, die etwas niedriger sind. Also nicht unbedingt RH 10, 11 oder 12 Clans, sondern auch mal so wie der Clan Drachenfeuer hier. Ich glaube gerade so Level 9 geworden mit dem Clan. Und dann sieht man hier natürlich auch mal so ein paar schöne Kämpfe hier, wo echt wenig Truppen eingesetzt werden, aber trotzdem natürlich hier im CK schon mal die ersten Erfahrungen und die ersten Sterne gesammelt werden. Und das finde ich richtig gut, muss ich sagen. Das fehlt natürlich so ein bisschen bei uns, wo ich eigentlich mit den anderen Accounts bin. Aber irgendwann kommt jeder Clan so ein bisschen raus aus dieser Sache, denn alle Rathäuser wachsen, ja. Und es kommen nicht unbedingt dann kleinere Rathäuser wieder mit rein. Das ist ja bei uns aufgrund des Matchmakings so, dass wir keine RA8 mehr mitnehmen, weil wir selber jetzt, ich bin mit dem Chief hier raus, das heißt, wir haben selber nur noch zwei RA8 und nehmen keinen mehr mit in CK, denn ein RA8 versaut uns immer das Matchmaking. Und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen keine RA8 mehr mit in unsere CKs. Das wäre sicherlich anders, wenn wir so 5 bis 8 RA8 immer dabei hätten, dann sähe das ganz anders aus. Allerdings haben wir sehr, sehr viele 11er mittlerweile, 10er auch. Und da fehlt schon fast so ein bisschen an den 9ern, die bei uns jetzt zwar nicht rar sind, aber die bei uns ein bisschen nachkommen müssen. Und aber hier waren das schöne 3 Sterne vom Techniker Thomas auf die letzte Base hier, also 15 auf 15, wunderbar, super. Also ich finde solche Angriffe auch immer noch stark und die machen Spaß, sich die anzuschauen. Wir gucken uns hier den Odin an. Das ist RH7 eigentlich, glaube ich, auf RH8, so wie ich das sehe. Und hier kann man dann durchaus noch mit, nicht mit Bartstruppen angreifen, aber er hat hier mit Masse Barbaren und Bogenschützen. Liegt natürlich auch daran, dass die Base hier nicht sehr stark ist. Hier hat zwei Level 1 oder Level 2 Kanonen sind das, hat einen Minenwerfer und einen Bogenschützenturm und dann kann die Clanbook da auch nicht mehr so viel reißen. Er hat jetzt in der Clanbook einen Max Drachen, zieht noch zwei Drachen dazu, wunderbar, und kann dann mit den Riesen hier reinkommen. Da können auch jetzt ruhig ein paar Riesen wegfliegen oder so. Er hat genug aus der Luft, hat auch noch Magier dabei und auch die vielen Bogis, also jetzt macht es eigentlich hier die Masse.
an Truppen für das bisschen Death hier. Ja? Kommt hier schön mit dem Wut rein und die Riesen erledigen jetzt eigentlich die einzige Luftdeath, die hier war, nämlich der eine Bogenschützenturm. Und dann ist so eine Base natürlich hier auch Geschichte. Also Trollen hat hier an der Stelle überhaupt nicht funktioniert, zumindest nicht was die Base angeht. Was die Truppen angeht, ja, denn der Kollege hier auf der anderen Seite war ein ganz normaler RH8, also 200 Truppen und auch nicht schlecht. Aber mit seiner Base kommt er hier natürlich nicht weit. Ja, das ist ein gefundenes Fressen. Selbst für den Techniker Thomas hier, glaube ich, wäre diese Base noch machbar gewesen. Mit ein paar Loons nämlich. Und haben hier jetzt den, wie nennt sich das, Forkant mit einem RH7 auf RH7. Aber ich glaube, der Forkant ist schon RH8. Ich weiß es gar nicht so genau. Müsste ich gleich mal nachschauen. Level 2 Drachen allerdings schon. Also das ist schon eine etwas stärkere Truppe, aber für eine RH7 Base reichen die alle mal. Er hat jetzt 3 Wutzauber hier mit in seiner Leiste unten. Und die Drachen, auch wenn sie jetzt noch ein bisschen weggefegt werden, der Feger auf Level 1 oder 2 ist ja noch nicht so stark. Und die Teslas sind auch noch nicht so gut. Kommt er hier gut durch die Base, durch die Drachen. Können eigentlich gar nicht anders als immer in dieser Base bleiben. Die werden also gar nicht rausgedrückt, weil die Base hier so schöne Felder hat. Und die fliegen die Drachen immer ganz gemütlich ab. Mit den Loons jetzt natürlich im Gepäck überhaupt kein Ding. So eine Base hier schön gemacht. Schöner Drachenangriff. RH7, ja, ich gucke gleich mal nach, ob der Forkant nicht schon RH8 ist. Aber das sieht gut aus, auch von der Zeit hier. Ja, die Ecken sind immer ein bisschen doof, aber da ist auch immer der Zwiespalt. Nehme ich jetzt 4 Boris mit und mache mir so eigentlich einen kompletten Drachenplatz irgendwo kaputt? Oder schaffen die Drachen das hier, weil sie ja doch sehr behende und langsam sind? Und vor allen Dingen geht jetzt alles erstmal auf ein Lager. Hier trennen die sich im Moment nicht. Als Tipp vielleicht dann mit den Drachen. Er ist ja jetzt hier von King-Seite reingekommen. Einfach die Drachen, die ersten beiden hier hinten an den Lagern setzen, da und da, dann fliegen die sowieso schon in die Mitte. Dann hat man nämlich diese Lager schon mal mit weg und muss nicht bangen, dass die Truppen hier nochmal komplett alle 4 Ecken abfliegen müssen, um hier den 3-Stern zu holen. Aber ich fand, das war ein guter 3-Sterner hier. Schönes Ding. So, jetzt gucke ich aber mal eben nach, was für eine Rathausstufe er denn eigentlich schon ist. Er ist schon 8er. Aber ich denke mal noch nicht ganz so lange 8. 6er King, aber voller 7er Ausbau. Also ich denke mal, er ist auch gerade so Level 8 geworden hier. Oder Rathaus 8 geworden. Und so war das hier auch ein schöner 3-Sterner. Hier haben wir RH8 auf RH8. Diesmal mit Blitz und Erdbebenzauber. Auch immer wieder eine gängige Taktik im RH8-Bereich. Kommt jetzt mit dem King allerdings dort rein. Okay, er muss jetzt gar nicht so rumfunneln hier, dass die Drachen reingehen. Die können ja gar nicht woanders hin. Aber er sorgt hier so ein bisschen für Ablenkung. Und alles das, was der King jetzt schon mal schafft auf seinem Weg, das brauchen die Drachen nicht mehr machen. Und er hat jetzt hier die Clanburg gelockt. Und der Drachen geht jetzt natürlich auch auf die Drachen. Er hat jetzt noch einen Wut über und einen Eilzauber. Ja, kann man so machen. Ich meine, auf den einen Max-Drachen, da kommen jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Drachen das da sind, 6, 7 Drachen. Also da hat er natürlich auch keine Schnitte. Und dann kann ich natürlich einen Eilzauber hier einsetzen. Das ist auch super. Ansonsten kann man auch ein Gift nehmen. Dann macht der Max-Drache natürlich noch weniger Schaden und noch langsamer Schaden. Aber hier erledigen eigentlich die Loons fast alles. Und man sieht es hier, man muss auch nicht unbedingt immer Max-Truppen hier mitnehmen. Die Ballons sind jetzt nicht Max gewesen. Oh, das ist nicht so tragisch. Da muss man einfach mit den Sachen das machen, wenn man mal angreifen muss, die man dann in seine Clanburg bekommt. Und ja, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Also ja, man sagt zwar immer, MCK nur Max-Truppen. Ja, aber wenn die Leute mal gerade nicht on sind, die mit den Max-Truppen, denn hier hat nicht jeder Max-Truppen. Und hier gibt es ja zurzeit noch eine Truppe an den Leveln plus, wenn man spendet. Dann ist das mal so. Dann nimmst du halt auch mal Level 5 Ballons mit.
Ich fand das nicht so schlimm und bin sowieso ja immer froh, wenn meine Clanburg mit irgendwas befüllt wird, mit was auch immer. Wenn ich dann speziell fordere, dann meistens nur in Events oder zum CK. Ansonsten nehme ich immer mit, das was ich kriege, das baue ich dann in meine Angriffe mit ein und dann geht das auch ganz gut. Ja, der Chief hat hier natürlich auch angegriffen, zumindest im ersten Angriff auf sein Gegenüber. Ich hatte also so ein bisschen die Wahl, was ich mache, und habe mich hier aber für den ganz bewusst entschieden, ist eigentlich nicht mein Dingo-Vibe zu machen. Aber die Base bot sich einfach dafür an, denn wenn hier erstmal die Golems und die Pekka in dieser Base hier sind, dann latschen die hier gnadenlos durch. Ja, und ich habe Bowler in der CB gehabt, die machen dann nochmal schönen Schaden, so ein bisschen aus der Ferne. Kriege hier jetzt ganz gut eigentlich den Drachen weg. Eigentlich lief der Angriff besser als geplant. Ich hatte mir das gar nicht so gut ausgerechnet, dass ich jetzt ganz gut vor allen Dingen die Clanburg mit wegschaffe. Aber jetzt mit dem Bolan, und ich habe auch nur Heilzauber genutzt, auch ganz bewusst. Warum soll ich hier die Pekkas in Wut in den Tod schicken? Ja, dann heile ich die doch lieber durch. Da heile ich noch ein paar andere Truppen. Da laufen jetzt ein paar Magier rein. Und die Bowler laufen da rein. Und so habe ich gedacht, nimmst du mal lieber drei Heilzauber an Stelle des Wutzaubers, den man manchmal ja eigentlich mitnimmt. So ein Wut, zwei Heil ist dann eine gute Kombi. Oder zwei Heil, ein Wut. Zwei Wut, ein Heil. So rum. Und habe jetzt noch zwei Hocks über. Die habe ich so ein bisschen gesetzt. Hinten auf den Bogiturm, der jetzt noch ein bisschen was macht. Aber war alles nicht so tragisch. Ich hatte hier nach wie vor viele, viele Truppen. Die Mauern waren jetzt auch nicht so das Ding für die Pekkas hier. Zwei Schläge, dann ist so eine 7er Mauer auch Geschichte. Und hab jetzt immer noch alle Pekkas hier am Laufen. Ah ne, ein Pekka ist glaube ich schon weg. Aber der Golem tankt hier noch für mich. Das war vielleicht ganz gut, weil die Bogetürme machen dann ja doch schon aus der Ferne ein bisschen stärkeren Schaden. Und so waren das auch hier. Schöne drei Sterne vom Schief. Ja, normal weg, Go Vibe. Eigentlich nicht mein Ding, aber es bot sich einfach mal an. Im zweiten Angriff habe ich ein bisschen höher angegriffen. Da habe ich auf eine Base angegriffen, die wir auch nicht geschafft haben. Die habe ich dann auch nicht geschafft als R8. Und ich muss mal eben schauen. Ja, so war das hier, glaube ich. So war das hier, glaube ich. Da muss ich mal gerade reingucken. Das ist schon 9 auf 8. Ja, da müsst ihr, ja, das waren eigentlich, das war vielleicht taktisch nicht so klug, hier die RH9er auf die RH8 loszulassen, weil noch einige von unseren 7ern unten und auch von den 8ern die Angriffe auf hatten zu dem Zeitpunkt. Ja, man sagt immer, safe 3 Sterne, aber wenn man in so einer Situation ist hier, wo oben vielleicht nicht so gut angegriffen wird, dann muss man oben alle Angriffe haben. Und sagt erstmal so, 7 und 8, ihr macht erstmal alles weg und dann gucken wir mal, ob überhaupt noch ein 8er da ist, denn das ist schon ein Overkill hier und der ist aber unnötig. Und hier hätten andere sicherlich erst ihre Angriffe rauf probieren können. Das Ganze, also das war ein verschwendeter RH9-Angriff an der Stelle und auch der hier auf die 9 war von der Nummer 7 eigentlich eine Verschwendung. Das waren zwei RH9, die haben hier oben gefehlt. Ja, hier seht ihr, das war eine RH11 Base, aber für 9er ist diese Base eigentlich ein Witz. Ich habe die mit 0 Sterne abgeschlossen, ich glaube 48% Only Hogs. Aber die Base hier hat keine X-Bogen, hat zwar einen Warden und eine Queen hier am Rand stehen, aber der Rest ist RH8 Def und eigentlich müsste ein RH9 das schaffen. Wir gucken mal, warum der Odin das hier nicht gepackt hat als RH9. Okay, mit 2 Blitz und 2 Wut und einem Erdbeben bekommst du hier, glaube ich, keine Luftabwehr down. Ich glaube, da musst du die Blitz entweder auf 6 haben oder einen stärkeren Erdbeben dabei haben, also einen aus der Clanburg. Und deswegen ist das hier, glaube ich, auch nichts geworden an der Stelle. Ich hatte den Angriff jetzt noch nicht gesehen. Ja, aber da sehen wir's. Die La ist nicht weg. Und dann kannst du eigentlich von vornherein, ist einfach so, auch wenn es, okay, hier sind es auch noch
Dreier Drachen, also vom Rathaus 8 Level her. Und der Hund, ja, der überlebt natürlich nicht lange. Und so werden das hier einfach nur 2 Sterne, denn du kommst nicht tief genug in die Base rein, dafür sind die Drachen einfach zu schwach. Hat jetzt zwar noch Loons, jetzt mit dem Eilzauber, ach nee, das sind die gegnerischen Loons, okay, die gehen jetzt auf die Queen. Aber mit Drachen, ja, ihr wisst selber, ich bin überhaupt kein Freund von Drachenangriffen. Liegt jetzt nicht daran, dass ich es auch nicht kann, ne, sondern dass es sehr schwierig ist, wenn vor allen Dingen alle Lars noch da sind, hier mit einem Drachenangriff komplett durch die Base zu kommen. Und deswegen, das wäre eigentlich ein gefundenes Fressen für einen RH9 Erdangriff. Schön mit Hox, also ein Go-Hock mit Bolan im Gepäck. Oder auch ein Go-Vibe wäre auch gegangen an der Stelle. Und hier haben dann im oberen Bereich leider die Sterne gefehlt. Vor allen Dingen auf den RH10 Bases hier, da hat man sich ein bisschen schwerer getan. Auch wenn hier 2 Sterne geholt wurden. Die waren aber dann auch eher knapp. So ein bisschen, ich analysiere das Ganze ja nicht immer unbedingt aus meiner Sicht, aber mit Erdbeben und Valkyren, weiß ich nicht, das ist ein klarer 2-Sterne, das ist eine 2-Sterne-Armee geworden. Man wollte sicherlich auch nicht unbedingt 3 Sterne hier auf die 10er holen. Mit solchen Armees hier, optimalerweise machst du mit dem RH10 in solchen CKs ein RH10 auf 2 Sterne und einen starken RH9 auf 3 Sterne. Ja, das ist hier aber leider nicht gelungen. Und wie gesagt, ich bin überhaupt kein Freund vom Erdbeben, denn mir persönlich fehlen dann immer Zauber. Und man kommt in jede Base mit einem Sprung rein oder von mir aus auch mit 2 Sprüngen. Und manchmal ist es ja so, da mastet ihr zwar das Loch auf, aber überhaupt keine Truppe geht rein. Der Kreisel hat hier gerade noch so Glück, dass unten die Magier und jetzt auch noch ein Golem vorgeht und tankt für die Magier. Und die machen letztendlich das Rathaus. Jetzt fehlen dir noch ein paar Prozente. Queen kann er leider nicht mehr zünden, aber ist noch genug da. Und so waren es hier 50% und am Ende 55%. Also das ist eine knappe Kiste hier. Und wenn es knappe Siege werden, dann fehlen einem hier auch so ein bisschen die Prozente. Denn solche Bases hier, die kann man mit den Truppen, die sind ja jetzt nicht schlecht, die Helden sind auch nicht schlecht, sicherlich ein bisschen effektiver machen. Eine Ringbase ist immer schwierig. Ja, da tue ich mich ja auch total schwer mit dem R10-Bereich. Aber wie gesagt, Erdbebenzauber, nicht mein Ding und wurde hier zuhauf gemacht. Und Erdbeben-Walli-Kombi, das ist einfach nur 2-sternig. Hier ist dann der eine Stern noch offen geblieben. Und aber der Frank hat hier auch immerhin 2 Sterne auf den RH10er geholt. Also hatte da auch das Selbstvertrauen. Diesmal nicht mit Wallis. Die Kombi ist nicht schlecht. Ja, das ist eine super Kombi mit den Bowlern und den Hexen. Vielleicht ein bisschen unglücklich gewählt, ein bisschen viel Hexen, ein bisschen wenig Bowler. Nur als kleiner Tipp, das muss man nicht umsetzen. Nimm vielleicht nur 6 Hexen und dafür richtig noch eine Masse Bowler. Und die anderen Truppen hier hinten kannst du weglassen. Denn entweder nimmst du nur 3 Mauerbrecher mit. Aber spar dir die Magier. Denn in so eine Base hier, ja, da ist man eigentlich drin. Entweder mit einem Sprung oder wie er es ja auch eigentlich vorhatte, mit 3 Mauerbrecher. Und dann geht das hier los. Dann brauchst du ja auch nicht mehr 2 Sprung, weil die Base ist doch sehr offen hier. Da nimmst du vielleicht lieber noch einen Fries mit oder noch einen Wut. Denn du wirst das sehen, wenn du die Wiederholung hier schaust oder wenn wir die Wiederholung hier gucken, dass der zweite Sprung völlig unnötig war. Der war versetzt, weil den keiner mehr nutzen konnte, weil so weit sind die Truppen gar nicht gekommen. Und ist ja aber gut in die Base reingekommen. Die Queen regelt hier schön in der Mitte, also das ist natürlich immer top, wenn die Queen schön in der Mitte geht, kriegt er zwar die Riesenbombe einmal richtig ab, aber da ist der Sprung am Rathaus. Und wo sind da die Truppen, die da noch rüberspringen sollen? Keine mehr da. Ja, also deswegen entweder vielleicht einen Wut mehr mitnehmen oder, und hier waren die Mauern auch nicht gerade sehr, sehr stark, also da fressen sich viele, viele Skellies durch oder auch die Bowler und waren hier aber 2 Sterne, aber es hat am Ende doch nicht gereicht. Aber die Truppenkombi hier finde ich sehr, sehr schön. Und hier die Heldenkombi, das ist absolut in Ordnung. Da gibt es überhaupt nichts zu nölen. Also vielleicht nur ein bisschen an der Taktik gefeilt. Und dann kann man hier auch gegen solche starke Clans. Der Clan war jetzt nicht schlecht von den Iranern mit 259 Kriegen gewonnen. Ist natürlich schon eine Hausnummer. Und sie geben auch ihr Warlock hier frei. Also man hat mal 2 verloren, eine richtig lange Serie gehabt. Das ist schon
ist schon in Ordnung. Ja, das ist jetzt bei den Leuten vom Drachenfeuer hier nicht unbedingt so. Ist nicht so tragisch, das wird schon. Im nächsten CK hat man mich nicht mitgenommen. Ich bleibe trotzdem noch hier, solange wie man mich hier erträgt. Der nächste CK sieht auch, ja, der ist gut auf Augenhöhe. Da sehe ich eigentlich den Clan hier schon vorne. Und vielleicht kann ich noch ein bisschen unterstützen. Aber wie gesagt, der Chief bleibt erstmal hier. Wir haben ein Event. Um nur kurz darauf einzugehen, das Miner-Event kann man ab Rathaus 8 machen, denn man muss nur 5 Miner-Truppen benutzen und die Miner gehen hier in die, oh, ich habe sie auch schon, Dankeschön, gehen hier in die Clanburg rein, sodass ich auch dieses Event mitspielen kann, denn mit dem Chief hier greife ich nicht wirklich viel an. Ich mache immer diese beiden Bohrer hier leer, weil alle anderen kann ich nicht mehr leer machen, da muss ich immer auf den Angriff warten, dass ich wieder abgefarmt werde und so. Verbleibe ich hier erstmal, das ist ein netter Clan hier, ich kann hier spenden, mir wird gespendet, man chattet hier auch sehr, sehr viel, habe ich gesehen. Und ich bin natürlich nicht so viel online mit diesem Account hier, aber ist nicht so tragisch, ich bleibe erstmal hier. Wenn ihr also mehr sehen wollt, vor allen Dingen auch aus den unteren Bereichen hier, dann lasst mir am Ende einfach einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen in einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Bye, bye.